Hallo, ich bin James, James der Gärtner, und heute werde ich Wildtriebe bei Rosen identifizieren und verzweifelt vernichten. Kommen Sie mit. Wildtriebe sind immer ein Problem. Warum denn eigentlich? Was ist ein Wildtrieb? Rosen, die wir hier im Garten haben, die sind eigentlich zwei Pflanzen. Unter der Erde haben wir die Wurzelunterlage und obendrauf die Edelsorte, die blühende Sorte, die wir eigentlich sehen möchten. Aber manchmal kommt es vor, dass die Wurzelunterlage austreibt und Triebe nach oben schickt. Und das haben wir hier. Das sind Wildtriebe. Und durch die ganzen Bundesrepublik gibt es Leute, die in ihrem Garten Rosenblättchen zählen. Und sobald sie auf die magische Nummer 7 kommen, dann kriegen die Angst und Panik. Sie meinen, ach, meine Rose ist voll wild geworden, ich muss den ganzen Garten planieren und von neu anfangen. Nein, hören Sie auf, Blätter zu zählen, das gilt nicht mehr. Es gibt aber ein paar andere Merkmale, die man im Kopf behalten sollte, um ein Wildtrieb erfolgreich zu identifizieren. So, hier ist mein Wildtrieb. Schauen Sie das mal ganz genau an. Und dann vergleichen wir diesen Trieb mit das, mit dem. Das ist die Sorte, die ich haben möchte, ja? Weil sie blüht. Hier ist eine Knospe. Und ich sehe sofort, das Laub bei der Edelsorte ist etwas rötlich. Also vor allem das jüngere Laub. Und hier, ich gucke mal auf die Triebspitze des Wildtriebes und das Laub, das jüngere Laub, ist deutlich nicht rot. Also es ist apfelgrün, okay? Dann schaue ich mal auf die Dornen. Hier bei der Edelsorte, ich habe sehr wenig Dornen. Ja, ein paar kleine, relativ dünne Dornen, aber das Holz ist relativ sauber und ist grün. So ein Grasgrün. Dann schauen wir hier auf unser Wildtrieb. Wir sehen, sie hat mehr Dornen. Nicht wahnsinnig viel mehr, aber auf jeden Fall mehr. Und die sind relativ lang und verbogen. Und das Holz ist etwas heller, würde ich behaupten. Guck, wenn ich das da hinhalte, ist es ziemlich deutlich zu sehen. Wie ist das ältere Laub? Da haben wir so relativ derbes, dunkelgrün, glänzendes Laub, so rundlich im Vergleich zu unserem Wildtrieb. Ganz anders. Ja, die Blättchen hier sind etwas kleiner, die sind matt vor allem, ja, also überhaupt nicht glänzend und eher länglich als rund. Ja. Und mit diesem Merkmal Farbe, Farbe vom Laub, Farbe vom Holz, die Dornen, Form, Anzahl und Form vom Laub, können wir ziemlich schnell sicher sein, was wild ist und was nicht. So, ich werde gucken, woher dieser Wildtrieb kommt. Und wenn ich das ganze Ding verfolge, ich sehe, dass, boah, was haben wir da? Er kommt hier ganz unten. Sehen Sie, wo mein Fuß ist? Da entspringt dieser Trieb. Und ich möchte, wenn es geht, den ganzen Trieb aus dem Boden entfernen. Ja, und das wird nicht leicht so. Ich mache am Anfang ein bisschen Platz. Ich schneide das alles ab, dass ich besser rankomme. Wenn ich das nicht mache, in der Regel, die Wildsorten wachsen viel stärker als die Edelsorten. Und über die Jahre, es häuft sich eine große Ansammlung an Triebe und irgendwann geht die Edelsorte unter. Und wir haben nur eine Wildrose. Wildrosen können auch sehr schön sein, keine Frage. Aber es ist nicht die Rose, die wir eigentlich wollen. So, sie muss weg. So, das ist das, weg. Und jetzt versuche ich, mit ziehen geht gar nichts. So, jetzt brauche ich den Spaten von Carl Gustav, danke. So, dann versuchen wir erstmal zu sehen, wo das Ding überhaupt herkommt. Guck mal, wie dick es ist. Und drin muss es irgendwie
ist keine leichte Aufgabe, besonders wenn der Trieb so dick ist und so lang drin ist wie diese. Boah, das kommt wirklich aus der Wurzel. Natürlich, man muss Sicherheitsschuhe tragen bei solcher Arbeit. Ja, so, da haben wir, da sehen Sie, was für eine Kraft diese Wildrosen haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie wieder austreibt. Ja? Weil mit diesem Schnitt habe ich praktisch das Ding vermehrt. Ja? Sie könnte dann nächstes Jahr wieder austreiben. Ich muss immer dabei sein, zu schauen, dass die Wildtriebe immer entfernt werden. Sonst habe ich meine Edelrose nicht mehr. So, jetzt biege ich die Edelrose wieder zurecht. Und solange ich hier bin, werde ich sie schneiden. Machen Sie es zu Hause. Guck mal, diese Triebe sind viel zu lang. Und diese Hagebutten müssen auch weg. Das geht gar nicht. Übrigens, falls Sie noch Fragen haben zu den Themen, die wir hier behandeln, oder falls Sie Anregungen haben für andere Themen, die wir behandeln sollten, dann schreiben Sie bitte unten in die Kommentare. Wenn es Ihnen gefällt, was wir hier machen, wir würden uns freuen auf ein Like. Und selbstverständlich können Sie unseren Kanal abonnieren. Und vergessen Sie nicht, wir haben viel weitere Videos gemacht. Klicken Sie rein und schauen Sie, was wir dort machen. Ich freue mich, wenn ich Sie nächstes Mal begrüßen darf.